Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, und Philipp Rüegg. Mit dem Simon Balisa alias OGB. Und dem Luca Fontana alias Carni. Der Simon schießt schon rein und das checkt es niemand. Aber stimmt, von dem haben wir ja schon angedeutet. Aber jetzt ist schon die Katze aus dem Sack. Heute ist dein letztes Video gekommen. Der Simon hat Eistee gemacht. Ja, zuerst einmal habe ich Rapper Eistee getestet und gesagt, das kann ich besser. Und dann nachher habe ich einen Eistee gemacht. Den gibt es jetzt, Bality heisst, da gibt es zwei Versionen davon. Und weil ich ja aber eigentlich, es geht ja nicht, weil das, die anderen sind ja Rapper, die Eistees machen. Und ich bin ja kein Rapper. Dann habe ich einfach noch einen Rap-Track gemacht, inklusive Videoclip. Und der, kommt raus. Bality heisst er zusammen mit dem Lil Brucey. Ich sage jetzt in Zürich bekannten Up-and-Coming-Rap-Artist, den ich unbedingt habe wollen auf dem Drop, wenn man so sagt, wie die Kids sagen. Und der kommt raus, Bality heisst der Song, und ich wäre sehr froh. Ich meine, wir haben ja wirklich tatsächlich viele Menschen, die den Podcast hören, und ihr könnt mich da oder uns da noch unterstützen, indem ihr dann nachher am Freitag, also am 1. April, kein Scherz, auf Spotify oder auf iTunes den Track hört oder sogar kauft. Weil was mein Ziel natürlich ist, dass ich in die Charts komme und der Michel Biri dann am Sonntag in einer Woche muss sagen, ja, und da auf dem Platz 54, Neusteiger, OGB, featuring Lil Brucey. ich zeig dir mal die schöne Szene da von dem. Ja. Oh, ich weiß gar nicht, schön. Also die jetzt das Video schauen, ich beschreibe das schnell. Ich habe da natürlich, wir haben wirklich einen riesen Aufwand betrieben für das. Ich hoffe, es ist jetzt nicht da unterschnitten mit dem Sound und so. Wir haben 3 Tage für das Rap-Video an 3 verschiedenen Orten haben wir 3 Tage lang gefilmt. Unter anderem in einem Jacuzzi an der Stützliwösch zusammen mit dem Mercedes vom Arash, wo wir auch schon gefeatured haben, wenn ich mal in einem Digidec Investigativ hatte. Und noch in so einer Fotohalle. Wir haben 8 Tänzerinnen und Tänzer engagiert, die ein Choreo gemacht haben für uns und so. Es ist völlig insane geworden im Fall, wirklich. Und, ja, ich sehe, das ist, genau, vor allem du hast du ja zuerst ein Barista-Video gemacht, dann bist du in der, hast du Leute rumkommandiert in der Eistee-Fabrik und alle haben dich schräg angeschaut? Ja. Ja, das ist natürlich Storytelling, nicht? Nein, ich habe tatsächlich, man ist jetzt von der Entstehung bis zum fertigen Produkt, hat man dabei sein auf Galaxus. Und das ist das Resultat jetzt. Und der Eistee gibt es tatsächlich und der Song auch. So. Das ist eben das Insane irgendwie. Aber es ist auch völlig surreal, wenn du so ein halbes Jahr so etwas schaffst und irgendwie das so fast ein Hauptbestandteil ist von dir. Und du darfst aber niemandem etwas sagen. Oder? Also, ich kann es schon, logischerweise. Ja. Ich meine, ihr habt es ja auch gewusst und ihr habt ja vielleicht gewisse Sachen auch schon gesehen. Aber so ein bisschen die grosse Masse hat es einfach noch nicht gesehen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo es angeht. Jetzt ist der Katze aus dem Sack. Ja. Jetzt fliegt dein Baby von selber. Ich hoffe es. Ich meine, schlussendlich bist du schnell in so einer Bubble drin und denkst so, ja, hey, look, ja klar, die Leute, die mich kennen, die finden es nicht lustig. Schau, der Ballis hat wieder irgendwie einen Scheissdreck gemacht und so. Aber wie real, dann nachher nicht. Aber geil ist dann, wenn Leute kommen, die es, also weißt du, so in den Kommentaren jetzt von den ganzen Storys und so, dass die Leute auch wirklich das fühlen. Das finde ich, ja, ich meine, nicht der Phil jetzt, der ist ja sowieso hyperkritisch. Wenn der Phil schreibt, hey, es ist geil, dann nachher hast du es geschafft. Das ist so. Das ist wirklich insane. Also gehen Sie schauen, und ich wäre wirklich froh, wenn ihr es alle auf Spotify und auf iTunes und so nochmal schnell, das mit den Charts, das wäre ein Tüpfchen auf mich. Das haben wir haben jetzt das nicht irgendwie können noch ein, dass der Song jetzt noch schnell irgendwie ein bisschen. Nein, den kannst du so nicht pushen. Im Audio kann ich ihn, muss mal schauen, kann ich ihn vielleicht mal noch drunter legen. Das kann man sicher noch auch machen. Oh, ja. Dann, falls ich das dran denke, kommt er einfach nach dem Ding ein paar Sekunden.
Flasche Rooibos, Pfirsich, Hibiskus. Sie sagen Hoibos, schliess mir den Meniskus. Raus ist mein Budget, Galaxus, zahl das. Brate, Pütze, kein Ding, ich kann das. Ja, und, und jetzt. Dann sind wir jetzt wieder zurück, je nachdem, vielleicht auch nicht. Und im Video dort sollte man es entweder hören oder, nein, dort hört man es eh, dann eventuell muss ich es noch manuell darunter schneiden. Aber gesehen hat man es im Video sicher. Gut, ja, das ist. Genau, wo kommt man denn den Eistee über? Bei Galaxus.ch. Wir sind im Fall schon. Heute Morgen ist der Verkauf los, wir haben schon 20% abverkauft. Gut, wow. Ja, so viel ist ja gar nicht. Ich nicht sage nicht, wie viel das ich gemacht habe. Es ist Limited Edition. Ja. Nein, es sind wirklich nicht so viel. Wir haben nicht so viel gemacht, aber wir sind schon am Nachbestellen. Ja. Mhm. Ja. Ja, gestern hast du gesagt, wenn die Leute mal getrunken haben, wird der Bedarf noch froh sinken. Hey! Also, gestern hast du ja gesagt, nach Suchanfrage, oder wie war das? Bei der Suchanfrage auf galaxus.ch, sei Quality der zweitmeist gesuchte Begriff gewesen, nur PS5. Nein, nicht ganz. Aber mir hat der Chef, von der Shop-Struktur irgendwie, hat mir geschrieben und hat gesagt, hey, der Hype ist real. Von der Suchanfrage bin ich etwa gleich auf mit PlayStation 5 und Airfryer, was so Top-Suchbegriffe sind. Also es ist genau gleich viel mal Quality gesucht worden wie iPhone 8. Ui. Wenn ihr etwas mit dem könnt anfangen, ich weiß es nicht. Aber also ja, 8 sind wir nicht beim 13, 14, weil das iPhone nicht ist aktuell. Ich weiß auch nicht, wieso das iPhone 8 dort drin ist, aber ja. Einfach etwas Billiges wollen. Und genau. Dem passest du drin. Und man muss dazu sagen, die beiden Tests sind natürlich, die ganze Prämisse ist, dass mit wenig und gar kein Zucker ist und so. Also es ist schon ein nischiges Produkt, muss man sagen. Der mit wenig Zucker ist, glaube ich, der ist schon ein bisschen für die Masse mit Hibiskus und Pfirsich, und der mit Rooibos und Orange ist wirklich, den musst du entweder fühlen oder nicht. Das habe ich auch gewusst. Aber das, ich meine, ja, da musst du. Eben, das ist wie du, das ist wie dich, oder? Ja, eben. Dich musst du auch fühlen. Oder nicht, ja. Also der Pfirsich, Hibiskus, nein, wer ist es? Pfirsich, Rooibos. Hibiskus, ja. Pfirsich, Hibiskus, der mit ein bisschen Zucker. Der ist tatsächlich noch gut. Das hat mich überrascht. Den anderen habe ich gar nicht gerne gehabt, ehrlich gesagt. Den fühle ich wirklich nicht, der keinen Zucker hat. Der, der nur ein bisschen Zucker hat dafür, ja. den fühle ich extrem. Den habe ich wirklich. Also, ich habe gestern gesagt, der Kollegin, den würde ich sogar noch kaufen. Ja, du bist nicht rot geworden beim Lügen. Nein, ja, eben dem mit Rooibos und Orange ist tatsächlich irgendwie so, schau, da gibt es im Fall, da gibt es ein paar Kenner, die das fühlen. Und dann, aber das habe ich gewusst. Ich meine, wenn du Eistee ohne Zucker machst, der Shit verkauft sich nicht. Sonst gibt es ja schon huere viel von denen. Es gibt genau einen, der Coop hat genau einen ohne Zucker. Und ich fühle den verdammt. Aber da musst du huere aufpassen, wenn ein Heftchen machen, dass du richtig verwutscht ist. Und alles Zeug mit Zucker finde ich einfach nicht wirklich geil. Aber das, ja. Dafür in China und Japan gibt es jede Menge, und dann gibt es sozusagen die total Zucker, du nicht kannst saufen, und dann gibt es die ohne. Ja, das check ich auch nicht. Es ist wirklich entweder voll an, einfach so die Hälfte davon ist Zucker, es ist schon fast Sirup, oder einfach nichts. Das ist wirklich so, das gibt es nichts zwischen denen. Und ich kann mir schon ein bisschen inspirieren lassen von diesen Japanischen. Und das Schlimmste, wenn du hast das Gefühl, ja easy, das ist wieder der Light, so der ohne, und dann ist der andere, es knallt dich gerade hinten. Ja, und sie sehen auch gleich aus, und du kannst dann siehst auch nicht richtig, welcher das jetzt wählen ist, weil es natürlich alles irgendwie mit der Kanji angeschrieben ist, und dann findest du, dort steht dann nicht Zucker oder nicht Zucker drauf, du musst einfach irgendwie an diesen Huren Automaten. Es ist wie ein Lotto-Spiel. Ja. Aber von dem habe ich mich wirklich, von dem habe ich mich schon ein bisschen inspirieren lassen. Vielleicht, ich meine, der ohne Zucker funktioniert und vielleicht der gar nicht. Und es ist auch easy. Es ist ja schlussendlich, ey, look, das Zeug ist gezahlt. Also, weißt du, ich hafte ja nicht mit meinem Namen dafür. Nur mit meinem Gesicht. Nur mit dem Gesicht. Ich wollte das auch sagen. grossartig. Ja, ja. Also, genau. Schaut das Video und hört den Song. Sag mal, wie heißt das Lied? Quality heisst es, und OGB ist der Artist. Ja. Original Galaxus Gangster Balissa ist die Abkürzung. Auch einfach etwas. Aber natürlich eine Anspielung, ihr wisst es schon, die, die es kennen, Wu-Tang Clan, Older, die Bastard, kommen grad, Rest, oder? In Rest in Peace und so, ODB, das ist die Anspielung. Eben. Gut. Ja. Also kommt dann das andere, was wir noch haben, euch wollen
kurz darüber berichten. Das ist, wir haben ja eine Umfrage gemacht zum Podcast. Wir haben gedacht, wir sind sicher auch gespannt, wie das jetzt rausgekommen ist. Und ich habe gefunden, wir erzählen euch kurz die wichtigsten Umfrageergebnisse zu dem Podcast. Und ich nehme nur die wichtigsten. Also 74% von euch finden die Länge genau richtig und 18% zu kurz. Zu lang sagen nur 8%. Also ich glaube, mit der Länge sind wir gut, weil intern hören wir darum oft anders. Ja, man muss dazu sagen, das sind ja die Leute, die das hören. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt es da außen potenziell Leute, die uns einfach nicht hören, weil es nicht zu lang ist? Richtig. Aber schlussendlich sind es so viele, die das schon jetzt hören. Und dann, ich glaube, wir müssen leider aber unsere Kunden und Kundinnen behalten, als da so irgendwie auf neue Ufer zu gehen. Ja. Nein, das ist natürlich klar. Was war noch interessant? Die Segmentverteilung hat uns natürlich interessiert, was ihr so von den News, Games und Serien, Filmen und so haltet. Es findet 60% findet die Mischung genau richtig. 54% von euch findet aber auch, wenn, dann mehr News. Mhm. Und das zweitmeiste ist mit 17% mehr Games. Ich glaube, das hat jetzt den Eindruck, das haben wir eigentlich am meisten. Aber ist gut. Was ist noch gut? Ja, separate Podcasts, auch eher nicht. Separate viele Podcasts heisst, dass wir auch einen Gaming-Podcast, einen News-Podcast und einen Film-Podcast zum Beispiel, machen. Genau. Und was war noch wirklich spannend? Jingles. Ja, mehr weibliche Gäste hätten doch auch noch einige von euch. Das ich glaube, Gäste allgemein mehr. Ich glaube, da müssen wir uns auch noch jetzt ist das ein bisschen ein Blick oder ein Ohr hinter die Kulissen von unserem Podcast. Mhm. Ich glaube, Gäste können wir schon noch mehr. Das ist schon immer lässig, wenn man Gäste oder Gäste, also es gibt ja nicht Gästinnen, weibliche Gäste haben. Gästinnen und Gäste. Ich hätte dort vielleicht noch eine dritte Antwort wählen, weil dort, wo ich gefragt habe, was haltest du von den Gästen, haben 70% gesagt, gern mehr, aber 30% haben gesagt, gern weniger. Darum, vielleicht hätte ich dort müssen sagen, es ist okay wie jetzt, aber okay. Ja, die habe ich halt nicht drin gehabt. Ja, da weiß und, ich nicht. Ich habe bei den Jingles habe ich geil gefunden, die Antworten. So, wie gefallen dir unsere Einspieler und Zeugs und so von einer Skala von 1 bis 10? Und es ist wirklich perfekt verteilt über das ganze Spektrum. Von 1 praktisch bis 10 perfekt. Hat's alles. Also, ja, es ist wirklich kein so. Ding, das ist wie so. Wie gefällt es dir? Ja und nein. Ja. Genau. Es ist wirklich auf jeden Fall wirklich praktisch exakt. Also es ist wirklich so, von 1 bis 10, es ist wirklich praktisch, alle Balken sind genau gleich. Also wirklich 10% komplett scheiße, 10% komplett gut und dann die Abstufungen genau so. Aber wirklich. Nicht mal irgendeine Bellkurve, sondern einfach gerade durch. Nein, es ist wirklich so. Von dem her, wird schwierig. Alright. Die meisten schauen zur Unterhaltung, hören zur Unterhaltung und News natürlich. Und Und mit Schwafel hättet ihr es gern. Stimmt, ja. Das, wie gesagt, in viele Einzelantworten geht es ein bisschen schwieriger zum Auswerten, weil es vor allem auch sehr viel gegeben hat. Die haben sie aber alle gelesen. Das ist so. Aber ich meine, um die Masse dann auswählen, ist es trotzdem interessant gewesen, unsere Dynamik von uns drinnen. Ich sage eher der Ruhige, ich habe etwas, was ich nicht oft höre. Simon eher der Lute. Und der Luca, der... Vernünftige, bist du wieder? Die haben irgendwie so, die Stimme dann... Die Stimme der Vermittler zwischen euch beiden. Irgendjemand muss euch beide ja im Griff haben. Das ist so. Nein, das ist doch super. Und wir tun das natürlich... versuchen, alles umzusetzen. Eben, wie gesagt, Videoqualität. Nein, das dürfen wir ja nicht. Das ist tatsächlich, wenn man probiert, alles auf einmal umzusetzen, dann haben wir keine Hörerinnen und Hörer mehr. Nein, wir nehmen unsere viele Stückchen raus, die wir gut finden. Nein, so meine ich es natürlich nicht. Aber einfach das Feedback tun wir natürlich beherzigen. Wir nehmen es ernst. Und das ist sicher so. Nein, ich finde das super. Da sieht man mal ein bisschen, wo man steht. Und immerhin das fürs Video habe ich, glaube mit dem neuen Tool habe ich das Gefühl, dass das besser wurde. Also, komm, dann Luca, genau, du hast noch etwas erzählen, du warst bei LG noch gewesen, bevor wir in unsere News kommen, oder? Genau, richtig. Weil eins von diesen Feedbacks in dieser Umfrage war ja, hey, erzählt mal ein bisschen öfters aus dem Nähkästchen oder so ein bisschen, was im Hintergrund läuft in der Redaktion und so, oder was ihr so erlebt in eurem Alltag. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann erzähle ich mal von meinem Besuch letzten Montag. Es wird jetzt entweder die geilste Story ever oder ihr werdet alle einschlafen bis zum Ende. Ich habe keine Ahnung. Aber macht es euch schon mal bequem. Macht es euch schon mal bequem, Popcorn parat, ja.
Nein, es ist, ich bin am Montag. Am Montag bin ich bei LG Schweiz gewesen. Die haben ihren Hauptsitz praktischerweise gerade da in Dietikon, also 5 Minuten von mir entfernt. Das ist eine Büroetage oberhalb vom Subway. LG ist mit Abstand, glaube ich, der kleinste von den grossen hier in der Schweiz. Also Sony hat, und Samsung, die haben beide je fast ein ganzes Glasgebäude für sich. LG hat so eine Büroetage. Und irgendwie wo sind die? Nase. Gut, das sind jetzt, glaube ich, mehr. Wo sind sie? Sie sind in Dietikon, LG. LG ist in Dietikon. Sony ist ja da Altstädte. Aber wo in Dietikon meine ich? Ja, ja, aber haben sie Dietikon, so Industrie. Repräsentativ. Eben, Industrie. Industrie. Sony ist ja schön in Altstädten am Gleis an. Und so Samsung, glaube ich. Wo sind die? Die sind dort beim Sil City, gerade neben Sil City. Genau, dort haben sie aber auch fett repräsentativ und so. Und ja. LG ist einfach wo eine Etage, die angeschrieben ist. Eine Etage. Industrie in Dietikon. Nebendran ist da so ein... Ja, also gerade neben dem Mediamarkt eigentlich, gegenüber mehr oder weniger. Ah, in der Nähe von unserer Digitec. Ja. Nebendran hat es so einen Reifenhändler und... ja, so okay, all right. So ja. Und ein Subway. Haltet Ausschau nach dem Subway. Ich glaube, die verdienen sicher noch gut an LG dort über den Mittag oder so. Aber ja, anyway, bin ich dort zu Besuch gewesen. Sie bauen übrigens eine zweite Büroetage jetzt um. Also sie vergrößern sich. Sie werden jetzt auch mehr Durchschlagkraft im Marketing. Ich war dort natürlich, um die neuen TVs anzuschauen, die es dieses Jahr rausbringen. Und ein Thema war da natürlich auch eben die QD-OLED-Technologie, die Samsung jetzt rausbringt und LG eben nicht. Und was ich spannend gefunden habe, ist, dass das bei ihnen intern natürlich tatsächlich, also es macht ihnen Sorgen. Es ist schon etwas Krasses, was da kommt. Vor allem, weil sie haben nicht, das haben sie mir so ein bisschen erzählt, sie haben nicht erwartet, dass es so früh kommt bei Samsung. Und sie sind der Meinung, dass auch Samsung nicht erwartet hat, dass sie es so früh werden bringen. wirklich? Krass. Ja, weil, man muss ja wissen, Samsung ist ja seit Jahren eigentlich immer gegen OLED bei TVs gewesen. Oder? Das ist immer gewesen, nein, Burn-in, Blödsinn, es ist viel zu dunkel, Blödsinn und so. Und sie haben sich immer auf ihre eigene QLED-Technologie, also LCD-Technologie, wie sagen wir, verstieft und immer gesagt, das ist der Star am Markt, oder nicht OLED. Und dann ist jetzt das Jahr an der CES im Januar, sind sie plötzlich mit dem neuen QD-OLED gekommen, wo ein bisschen so eine Verschmelzung ist eben aus der QLED-Technologie, die sie haben, und der OLED-Technologie von LG, wirklich ganz salopp ausgedrückt, ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich das sonst ganz genau erkläre. Und das haben sie verschmolzen und das haben sie mal im Januar präsentiert und gesagt, das ist der neueste Geist-Shit. Aber sie werden es erst im zweiten Halbjahr bringen. Und in der TV-Branche, wenn ein TV-Hersteller kommt und sagt, zweieinhalbes Jahr, dann heisst das eigentlich eher nächstes Jahr. Weil die grossen Releases... Also es ist fast sind, wie in jeder Branche, oder? Wahrscheinlich wie in jeder Branche, ja. Ein klar, Jahr klar. Vorne sagst, hey, es kommt nächstes Jahr kommt, in dem und dem Quartal, dann schaffen sie es meistens nicht. Ja, weil... Weißt, also, in der Branche, also es ist ja wirklich so, die grossen Releases, die kommen immer so im Frühling, oder? Und im zweiten Halbjahr kommt eigentlich nichts mehr gross. Und so eine Technologie wie Samsung da rausbringt. LG ist eigentlich wirklich fett davon ausgegangen, die wollen einfach, dass die Leute jetzt noch keinen Fernseher kaufen, sondern warten und sagen, ja komm, bis Juli, August kann ich schon noch warten. Und dann wird es September, dann wird es Oktober, dann wird es gleich nächstes Jahr. Aber weil du schon so lange wartest halt einfach noch länger auf die Technologie. Oder? Ein paar Seelen ab, transportieren auf nächstes Jahr. Was ist dann passiert? Im Februar kommt Sony und hat konkret angekündigt, nicht einfach nur, wir bringen QD OLED, sondern wir sind mit einem Modell gekommen, A95K, im Mai verkaufen wir den. Und der hat QD OLED. Und das hat LG dann noch mehr geschockt, weil sie gesagt haben, fuck, jetzt haben wir plötzlich zwei Konkurrenten mit dieser Technologie und wir einfach nicht. Und noch schlimmer, sie bringen es tatsächlich schon im Mai konkret. Also nicht einfach irgendwie so, irgendwann mal Zeit zu haben, sondern tatsächlich im Mai kommt die Technologie raus. Und woher hat Sony die QD OLEDs? Natürlich von Samsung. Weil mit Simon und ich sind ja bisschen... Weiss man das? Das, wir sind ja bei Sony gewesen. Und sie haben gesagt, ja, sie haben es nicht wollen ausrücken, aber es ist offensichtlich gewesen. Es ist ja offensichtlich, weil es baut niemand anders die QD OLED Panels und wer sonst, also dann habe ich gesagt, also der mit dem grossen S und zwar nicht Sony. Und dann hat es gesagt, ja. Also, ist eigentlich klar, dass wir kommen. Und was ich dort auch schon bei Sony gefragt habe und was ich auch LG gefragt habe, ist, warum, was läuft bei Samsung schief? Du hast die nächste, geilste, beste Technologie, wo wir haben es ja gesehen, da sind wir noch dir. QD OLED ist wirklich Next Level Shit im Vergleich zu OLED. Insane. Ich hätte ihn gerade mitgenommen. Ich bin am Sparen. Kauf mir ihn sofort. Das ist wirklich geiler Shit. Das ist nicht einfach nur Marketing. Und jetzt tun sie aber Konkurrenz, die zuerst bringen lassen,
bevor sie ihn bringen, was läuft bei Samsung schief? Und dann haben sie damals bei Sony gesagt, ja, sie hätten gehört, es gäbe internen Stunk, weil die Displays produziert, dort wo sie erforscht werden, wo es dann nachher produziert wird, das ist natürlich Samsung Display. Und das ist eine Tochter von Samsung. Und Samsung Display tut mehr oder weniger unabhängig von Samsung operieren. Mhm. Die können die Panels verkaufen, wem sie wollen. Natürlich der eigenen Mutter viel günstiger, damit sie einen Marktvorteil, also einen Preisvorteil auf dem Markt hat. Also läuft bei LG übrigens genau gleich mit LG Display. Und ja, sie haben offenbar Stunk, was den internen Preis jetzt wird betreffen. Und das hätte offenbar können, oder wahrscheinlich hätte das zu Verzögerungen geführt. Und darum hätten sie also erst können sagen, ja, vielleicht im zweiten Halbjahr bringen wir es. Aber Sony hat sich schneller dann mit Samsung geeinigt und darum sind sie auf das gekommen. Das haben die Leute von LG, wo ich vor einer Woche dort bin, haben mir bestätigt und gesagt, ja, ihre, also sie sind natürlich eben die Branche, man kennt sich irgendwo intern, man kennt die Leute, man redet miteinander. Und sie haben gesagt, ja, sie können das bestätigen, also inoffiziell mehr oder weniger bestätigen. Sie haben auch davon gehört, dass es da Stunk gibt, dass die teils wirklich recht, also das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben, Samsung Display und Samsung. Und weil LG mir das jetzt auch nochmal bestätigt hat, dann habe ich gedacht, okay, da ist definitiv etwas dran. Also meine Theorie ist, dass Samsung das wirklich nicht hat wollen, das Jahr bringen, die Display-Technologie. Wenn ihr das Marketing jetzt anschaut, ist immer noch, auch jetzt noch, Neo QLED, immer noch die neueste, geilste Shit. QD OLED redet fast nicht drüber. Aber dann ist Samsung Display gekommen, hat ohne das mit Samsung eigentlich mehr oder weniger abzusprechen, einfach seine Technologie oder die Panels einfach an Sony verkaufen. Und Samsung ist dann zusammen mit dem Display gegangen und hat gesagt, Leute, was zum Geier läuft mit euch falsch? Seid ihr blöd im Kopf? Wir müssen das dann selber... Und jetzt hat Samsung ein Problem, oder? Also Samsung muss jetzt das... die haben jetzt wahrscheinlich wirklich einfach Samsung Display, hat das einfach in eigener Regie wahrscheinlich an Sony verkauft. Und Sony hat sich natürlich die Hände gerieben und gesagt, geiler Shit, wir bringen das. Alienware bringt es ja auch für Monitor. Und Samsung hat jetzt tatsächlich übrigens, von, ich glaube, etwa vor einer Woche Maximum, noch nicht lange her, haben jetzt auch ihre erste Fernseher angekündigt für Mai. Plus, minus. Und das ist 100% nicht so geplant. Das haben auch die von LG gesagt, du siehst im Moment null Marketing, was QD OLED betrifft, nur Neo QLED, auch was jetzt nächste Woche da die Home, keine Ahnung was, Veranstaltung ist. Die haben das Material schlicht und einfach noch nicht parat. Weil es ist nie geplant gewesen, das dieses Jahr rauszubringen. 100%. Aber sie bringen, also Samsung bringt es das ja schon, oder wie? Ja, jetzt müssen sie. Jetzt müssen sie, weil sie können nicht zulassen. Also schon im Mai, meine ich. Also das wirklich nicht erst im Herbst. Ah, nein, sie haben Mai, aber du gehst diese Shit schon, musst du gar nicht mitmachen. He? Das nein, wird wahrscheinlich nicht so buggy sein. Das also. Wahrscheinlich. Die haben das vor einer Woche jetzt, oder? Also da läuft alles so völlig schief im Moment, also was die ganze Release-Strategie betrifft, so etwas habe ich noch nie erlebt, so etwas völlig verplant und verpeilt und das ist, glaube ich, wirklich einfach wild, da Samsung völlig überrascht worden ist von seiner eigenen Tochterfirma, dass die das an Sony geben, dass Sony das Zeug früher bringen kann. Sie sind so, fuck, wir müssen es jetzt auch früher bringen, wir haben einfach noch null Marketingmaterial, darum bringen wir es und reden nicht drüber. Einfach eine riesen Shitshow und so Zeugs ist einfach ist einfach geil, dass du erfährst, halt, wenn du eben mit den Leuten redest und mit ihnen im Austausch bist und das hast du im Kopf, das schreibst du halt nicht in einem Artikel, weil das kannst du nicht einfach so in einem Artikel schreiben, aber während du irgendeinen Hintergrundartikel schreibst, dann hast du das Zeug natürlich im Kopf und es ist so schade, es sind so viele Sachen, die unsere Leserinnen und Leser eigentlich nie erfahren, was wir wissen, aber was wir wissen, werden wir einen Artikel schreiben, da was wir nicht wirklich niederschreiben können. Darum habe ich gefunden, hey, ich nutze die Gelegenheit da im Podcast und erzähl mal ein bisschen, was so im Alltag, was man so erlebt, was man hört, was da im Hintergrund alles noch, läuft. Aber sag noch kurz, dass der dann das neue OLED-Technik, findest du die, also ist die sichtbar besser als normale OLED? Ja, das ist wirklich, also OLED ist für mich bis jetzt die beste Technologie, die es bei TVs gibt. Auch was Burn-In und so betrifft, das hat man schon längst eigentlich wirklich im Griff. Von Jahr zu Jahr, jetzt immer die neuen OLED-Fernseher, die du gebracht hast, also wenn du jetzt einen OLED, ich sag mal einen G2 von LG mit einem G1 vergleichst, siehst du jetzt wahrscheinlich noch nicht grossen Unterschied oder, zwischen G1 und GX, was vorher war. Also zwischen diesen Iterationen, in einem Jahr Unterschied, gibt es nicht grossen Unterschied. Hingegen bei QD OLED, neben einem OLED, also Sony hat da uns auch zwei Fernseher, den AF9 von ihrem OLED-Fernseher, ihres Flagship-Modell, neben einem QD-OLED gestellt und beide mit den genau gleichen Bildeinstellungen. Natürlich
ja. Wie wird lebhaft, was weiß ich, einfach, dass es knallt, ja, ja. Maximum. Aber beide, ja, oder? Beide so eingestellt. Ja. Und du hast wirklich sofort gesehen, welches ist der QD oder welcher hat der, hat wirklich noch krassere Farbe, also wirklich noch mehr. Hart. Also, und ja, das, ich kann es auch nicht denken, vor allem das Rot poppt, ja. Hure, Mann. Und sie haben natürlich auch einfach nur eine Szene gezeigt, wo Rot drin ist, aber wir müssen es nicht wissen, ja. Oder? Aber nein, es ist wirklich der. Und sie haben, ja, nein, ich bin hure, ich, ja. Geil. Und es hat immer noch den OLED, also das ganze OLED viel drin. Also weißt du, nicht so à la LCD, wo es einfach nach einem hellen Strahl wie blöd, sondern du hast wirklich immer das punchige, dunkle Schwarz. Also das bleibt einfach noch. Und es hat gleich noch krassere Farben. Also, ich bin recht flash gewesen, muss ich sagen. Schau in den nächsten Jahr mal, wenn es die zweite Generation kommt. Das ist ja so, genau. Also, erste Generation, man hört ja schon bei Alienware mit ihrem Monitor, das ist noch nicht alles super. Gerade wenn es mit senkrechte, waagerechte Linie geht, da hast du irgendwie komische Farbverläufe, weil das liegt dann an dieser Pixelstruktur, wie die aufgebaut sind, die rot, grün und blauen Pixel. Ich würde auch noch ein Jahr warten, glaube ich. Einfach nur, damit die Kinderkrankheiten machen. Ja. Meine ist auch erst 2 Jahre alt. Das ist einfach absurd, wenn ich wieder einen neuen kaufe. Ja, gut, du kaufst ja alle 2 Jahre einen neuen Fernseher, oder? Meine ist nein, der andere habe ich 7 Jahre gehabt. Ah, wirklich? Ah, der Sony. Ja, ja. Ja. Das ist krass. Das ist krass, ja. Aber du hast selber gesagt, der ist irgendwann mal so scheiss langsam geworden. Mit oder dem 5 Jahre, oder 5 oder 7 Jahre, glaube ich. Ja. Mit dem alten Android. Nein, die Zeit vergeht dann doch schnell. Also komm, machen wir mal weiter, weil Simon muss ja dann noch ein Interview. Ja. Und für Bling Bling. Und damit wir auch durchkommen, dann fangen wir noch eine halbe Stunde auch mit unserem Programm. Nein, ich will noch schnell dort drauf bleiben, dass wir, meine da wirklich, ich meine, wenn ich kaufe alle 10 Jahre einen Fernseher oder mehr, bringt, soll ich das, ich habe huren Bock, den jetzt kaufen, soll ich ihn nicht kaufen, oder was? Also wenn, dann geht, hätte ich jetzt gerade gesagt, dann garantiert nicht. Wenn du so lange kein Ding kaufst, dann würde ich nicht jetzt einen kaufen, wo erste Generation ist, ja. Also das ich würde einfach noch ein paar Reviews abwarten, um zu schauen, wie schlimm, also weißt, wie schlimm sind Kinderkrankheiten, yeah. Also nicht, dass du es kaufst, so also im Pre-Sale kaufst und nachher hochst du das. Nein, das würde ich sowieso nicht machen. Ich meine, ich bin noch ein Idiot, der Games pre-ordert, aber das ist schon alles, was ich pre-ordert. Und nein, ich würde Black Friday oder so abwarten. Ja, ja. Bis dahin wirst du sicher sehen, okay, der lohnt sich, oder vielleicht sind bis dahin auch dann die Probleme, gewisse Probleme auch schon gefixt, die der hat und so, dann kannst du es easy abschätzen. Aber ich würde das gleiche jetzt noch, weil es halt wirklich eine neue Technologie, es ist nicht irgendwie so Marketing und so, sondern es ist wirklich eine neue Technologie und die erste Generation ist halt anfällig, muss man einfach vorsichtig sein am Anfang. Alright, also kommt dann... Gehen wir doch über zu den News auch noch. Jetzt, gut, ich kann noch kurz das ganze Programm sagen. Wir reden zuerst über die Game Pass-Alternative von Sony. Das haben sie jetzt endlich vorgestellt. Nachher reden wir über einen Crypto-Game-Scam. Das ist nämlich so ein NFT-Game, wo sie 600 Millionen abgezögelt haben. Dann dürfen wir uns von Bruce Willis verabschieden, weil der seine Schauspielkarriere beendet hat. Dann bei dem Film geht es weiter mit Moon Knight. Das Mal dürfen wir ja darüber reden, weil jetzt hat sie ja auch gestartet, die Serie. Dann Morbius, so ein blutleerer Film. Oh, oh, oh. Auf Englisch hat es auch sehr viele Wortwitze gegeben mit dem Vampirfilm. Ja. Irgendwie sucks not only blood oder so. In der Spielecke Kirby and the Forgotten Kingdom, Weird West vor allem und ganz kurz Ghostwire Tokyo. Heute schaffen wir sicher die 1,5 Stunden. Mal schauen. Also, fangen wir an mit dem Game Pass Alternative. Der nennt sich weiterhin, also eben, jetzt hat ja Sony 2 Abos eigentlich. Es gibt PlayStation Plus, wo man braucht für gewisse Online-Games, wo man dann pro Monat, glaube ich, 2 Games oder 3 Games gratis bekommt. Das ist ja immer irgendwie für die neue Konsole und dann irgendwie für die letzte und die vorletzte. Irgendwie so, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber das gibt's. Und dann gibt's PlayStation Now. Das ist ihr Streaming-Dienst. Und PS4 und PS3-Games kannst du zocken. Und nimm jetzt mal an, auch mittlerweile PS5-Games. Aber halt nicht die neuesten. Einfach so einen ein paar hundert Games sind definitiv auch schon, aber halt nie die neuesten. Und jetzt mit ihrem neuen Abo, das PlayStation Plus gibt es eigentlich nicht mehr. Das nennt sich dann PlayStation Essential. Dann gibt es das PlayStation Extra und das PlayStation Premium. Und Premium, ist, also wenn du jetzt PlayStation Now hast, wird das umgewandelt ins Premium. Mhm.
Und dein PlayStation Plus, eben, das wird ins Essential umgewandelt. Dort sind die Preise noch gleich. Also, und eben das Angebot auch. Also sie haben jetzt genau. PlayStation Plus und PlayStation Now. Und PlayStation Now. Und beides wird jetzt weg. Verschwinden. Okay. Genau. Und nachher gibt es Essential, Extra und Premium. Und Essential ist das, was du bisher hast. Dort eben hast du genau deinen Online-Service plus deine Gratis-Game, die du pro Monat kannst abstauben kannst. Das ist immer so, du hast zwei Gratis-Games im Monat, aber du musst sie aktiv holen. Wenn du es versiffst, dann schaffst du es nicht, oder? Dann hast du sie nicht, ja. Genau, so aber dafür hast du sie nachher immer, solange du ein Abo hast. Mhm. Solange du ein Abo hast, ja. Ja, genau. Also wenn du natürlich das Abo kündigst und wieder machst, hast du immer noch, was du mal... Ja, aber du hast es nicht, wenn du es wenn du sie holst und dann nachher kündigst, dann nachher hast du sie nicht mehr. Genau. Dann ja, genau, das ist so. Und dann beim Extra, PlayStation Extra, dort kommst du 400 PlayStation 4 und PlayStation 5 Games dazu über. Das kostet dann... sie haben erst die Euro-Preise gehabt, auf der Seite. 16, aber das ist dann 14 Euro, also für einen Monat 40 für... ein halbes Jahr. Ich habe ein Vierteljahr und 100 für das Ganze. Vierteljahr, ja. Ah, genau. Und 100 für das Ganze, genau. Ja, ja, das ist ja ungefähr etwa gleich in Schweizer Franken. Dann das Premium, da kommst du nochmal 340 Games zusätzlich über, und zwar aus PS3, PS2 und PSP, und die sind dann aber aus der Cloud. Also, weil die anderen, die kannst du herunterladen, oder? Sorry, das hätte ich nur müssen sagen. Bei PlayStation Extra, die Games, die ladest du runter und spielst lokal. Und bei Premium, die anderen Games, eben PS3, PS2, PSP, die sind emuliert aus der Cloud. Und dann gäbe es dort dann auch noch Testversionen von gewissen Spielen. Und wie viel zahlst du mir? 16,99 monatlich, 50 Euro vierteljährlich, also 49,99 genau. Und 120 jährlich. So. Stimmt, den Preis habe ich gar nicht gedacht. Ja, also ich finde einen stolzen Preis und eben keine neuen Games, also keine Launch Games. Nein, das machen sie nicht. Also wenn ich das alles gelesen habe, habe ich gedacht, ja, es ist der erwartete Clusterfuck von Sony. Drei Abos machen ist schon mal beschissen. Weißt du, drei verschiedene Preismodelle, da kommst du schon mal nicht raus. Dann nachher keine neuen Games machen, sondern einfach mal, ja komm, da hast du, kannst du das alles spielen. Das, ich meine, der Mittenteil vom Game Pass ist, dass du Launch Games hast und dass die Games auch immer wieder mal rotieren. Oder? Es kommt dann auch einfach vielleicht einmal ein Salz mal neu rein und so. Sie haben etwas müssen machen und sie haben es jetzt gemacht, aber das ist meine Ansage, das wird nichts. Also ich glaube einfach, sie werden es müssen noch anpassen. Also es wird ja bestehen bleiben, es wird es nicht abschaffen, aber ich bin sicher, die werden dann noch ziehen müssen. Jetzt haben sie halt einfach immer noch die Konsolen-Lead und die machen es einfach nicht, weil es momentan der Druck noch zu klein ist, würde ich behaupten. Aber es ist einfach, ich finde auch, es ist ein scheiß Angebot, weil es ist teurer als Game Pass und bietet weniger. Ja, absolut, das ist es. Und ich habe genau bei uns auch alle User eigentlich auch geschrieben. Weniger Platz. Ja, aber das ist klar gewesen. Das ist nur PlayStation. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich mit dem PlayStation PC streamen geht es am PC. Schon? Das Essential, ja, das ist jetzt schon so gewesen. PlayStation Now geht es auf den PC. Ah, okay. Ja. Aber ja. Ich weiß nicht, wie viel das dort wirklich es ist Sony kind of thing to do. Oder sie wollen unbedingt halt ihre Singleplayer Experiences, wo halt ein 70 Cable anblätter ist, verkaufen. Und die können es dir nicht einfach dort in den hohen Pass rein tun. Obwohl, mit dieser Preisstruktur können sie es eben eigentlich, aber sie gehen dann eben doch nicht so weit. Oder sagen so, ja, hey, komm, wir verlangen mehr, aber gebt euch nicht die Launch-Titel. Hey, einfach fertig, Mann. Das bringt einfach nichts, oder? Also gut, ich meine, sie haben auch, ich habe es mal irgendwo gelesen, sie haben schon auch ein paar Millionen Kunden, also das PlayStation Now und so. Ja, das PlayStation das Now das haben wir alle, oder? Nein, wir haben Plus. PlayStation Plus. Ah, Plus und das Now ist zum Streamen. Right. Okay. Und auch das ist schon beliebt, also das ist schon noch beliebt. Also es wird auch das wird einen Markt finden, aber es ist gleich, wenn du es jetzt so anschaust und Game Pass nebendran hast, dann ist es völlig nicht attraktiv, aber wenn du natürlich nur PlayStation hast und du watchst jetzt die alten Games oder du möchtest einfach das Extra zum Beispiel, ein Abo, wo du einfach eine grosse Auswahl an PS4 und PS5 Games hast, die jetzt nicht mega neu sind, ist das sicher auch ein okay Deal. Es ist einfach, wenn du weißt, dass es eigentlich auf dem Markt ein besseres Angebot gibt, halt nicht für deine Konsole, dann schießt es ein bisschen an, aber viele wissen das vielleicht einfach gar nicht. Tja. Wir werden es sehen. Ich sage, in einem Jahr
der kommt das nächste Jahr, kommt garantiert dann auch mal in ein Launch-Game. Ja, ja, ich also, glaube auch, wenn, noch, wenn der Druck, irgendwann mal wird der Moment sein, wo der Druck genug groß ist, dann können sie einfach sagen, ja, schau jetzt bei Premium oder so, hast du auch noch Launch-Games. Keine Ahnung was. Würde ich sagen. Ja, ja, das geht aber noch 2 Jahre. Ja. Also komm, die zweite News ist, das betrifft das, so ein NFT-Crypto-Game, Axie Infinity heisst das. Das ist, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre alt, 2018 kann das fast nicht sein. Aber es ist schon ein paar Jahre alt und es ist so ein Pokémon-artiges mit also Viecher sammeln und Kartendeck-Mischung. Die haben letztes Jahr 1,8 Millionen Daily-Users vermeldet und haben schon 4 Milliarden Dollar in NFT-Käufen gemacht. Also die ordentlich Lütter gemacht mit dem Game. Und das ist halt das Game, da musst du dich wie einkaufen. Oder? Mhm. Zum Spielen musst du die NFTs kaufen. Mhm. Und das klingt schon dort wie ein Schneeballsystem. Aber ja. Ja. Ja, jedenfalls, genau, du kaufst NFTs und das Ganze läuft dann auf einer Blockchain. Also du hast mit Ethereum und USDC und es ist auf der Ethereum-Blockchain gelaufen. Was jetzt heißt laufen? Ist das, also, du ist, kannst ja... Also eben, du das Geld zahlst, wie wird einfach in Kryptos oder ich komme nicht raus. Ja, genau. Du zahlst schon in deinem Geld, aber es läuft ja immer auf irgendeiner Blockchain. Also weißt, du kannst ja eben, entweder machst du deine eigene, oder? Oder du benutzt irgendeine, oder? Ja, aber für Transactions. Also du zahlst, also weißt du, ich meine. Also was ist die Frage? Wenn du willst irgendwie Karten kaufen oder whatever und dann nachher musst du das halt in diesen Kryptos oder was auch immer dort so zahlen. Oder wie, ich komme nicht raus, es läuft so, weißt du? Aha, ob du in Ethereum zahlst, meinst du? Ja, so? oder ob du, ich weiß auch nicht, oder ob du in dieser Blockchain, je nachdem, wie mehr das spielst, umso mehr meinst und hast dann nicht, das check ich nicht ganz. Aha, wie du noch das Geld verdient hast im Game. Ja, ja. Ich glaube, mit dem du die ganzen Viecher und so hast du natürlich auch können sammeln. Hast du natürlich auch Geld machen können. Verkaufen, aber die ganze, ja. Also die ganze In-Game Marketplace läuft quasi über eine Blockchain, oder? Ja, genau, so habe ich das verstanden. Ja. Genau, der läuft auf dieser Blockchain und weil dann das Game so populär geworden ist und Ethereum, die Blockchain, einfach offenbar ein bisschen langsam ist und auch teure Transaktionsgebühren hat, haben sie dann ihre eigene gemacht, die heisst Ronin Network. Also das ist wirklich wie so eine Side-Blockchain haben sie gemacht, wo dann halt ein bisschen weniger sicher ist, oder? Wo dann einfach irgendwie viel weniger Keys benutzt hat, zum verifizieren. Sonst Blockchain ist ja eben, alle synchronisieren sozusagen mit allen, oder? Und das macht es praktisch unknackbar, oder? Mhm. Ja. Das ist zumindest das Blockchain-Versprechen. Und sie haben dann irgendwie nur offenbar 4 so Validator-Nodes benutzt. Und das haben sie eben gemacht, weil einfach, wie gesagt, die Anfragen sind einfach so hoch gewesen, mit dem sind sie einfach schneller gewesen. Ah, sie haben es eigentlich unsicherer gemacht, damit es besser funktioniert. Schnell, ja, genau. Und die haben dann auch am Game-Entwickler, oder, hatten so spezielle Privilegien bekommen, eben, damit er die Transaktionen selber können signieren konnte. Und offenbar haben sie diesen Zugang dort nie ausgelöst. Und jetzt ist die Backdoor sozusagen von damals, hat einfach einer können ausnutzen können. Und hat jetzt einfach dort eben können 600 Millionen... Krypto, also ja, sorry, Dollar brauchbare wert. Kryptos, Ethereum, oder? Ja. Also weißt du, ich meine, ja, wenn du sagst, du machst wieder einen In-Game-Marketplace, dann kannst du ja sagen, ja, okay, das bringt dir gar nicht, das irgendwie zu mitgehen, weil es halt dann einfach irgendwie, was machst du mit dem so? Aber wenn es brauchbar auf dem Markt verkaufbare Kryptos, kannst du dort rausholen, dann ist das Sterben, ja. Hey, ich finde es noch, es ist noch Straub, oder? Weil irgendwie... es sind eben die riesen Summen, oder? Jetzt haben sie es natürlich gesperrt, jetzt kann gar niemand mehr Geld abheben momentan, bis sie das gefunden haben, aber so wie ich das verstehe, der ist möglicherweise dann gleich aber schon weg mit dem Stutz, also ich meine, vielleicht muss es noch auslösen und so, aber es ist wirklich geil, oder? Einfach die hast die sichere Blockchain gehabt und dann machst du einfach so ein bisschen, genau, den Side-Hustle sozusagen und das hat sie jetzt in den Arsch gebissen. Es ist ja nicht das erste Beispiel, es ist ja schon irgendwie letztes Jahr hat es schon mal einen Fall gegeben, wo bei so einem Game irgendwie 60 Millionen
geklaut worden sind. Und vor ein paar Jahren sind auch schon mal 600 Millionen. Warum haben wir gerade diese Summe? Und ja, aber... und das ist natürlich auch der Wert von dem Game, ist gerade irgendwie um 25% abgesackt. Und schon vor dem Event offenbar sind sie ein bisschen vom absteigenden Ast gewesen. Aber ja, das wird möglicherweise der Knickbruch sein von dem Game. Aber ja, von diesen Crypto Games. Ja, und dann die letzte News, das ist auch gerade eben heute oder gestern Abend vermutlich. Ist das gestern rausgekommen, Abend oder? Ist es rausgekommen, ja. Gestern Abend. Mhm. Leider eine sehr traurige Nachricht, die uns... Ja, du, das ist niemand gestorben. Also jetzt sagen wir mal, er lebt ja noch. Nein, aber es ist trotzdem, also es ist ja nicht, er tut seine, also um was geht's? Bruce Willis beendet seine Schauspielkarriere und das ist nicht freiwillig, sondern es hat seine Tochter gestern eben via Instagram bestätigt, dass der Bruce Willis unter einer schweren Krankheit leidet, nämlich Aphasie, oder Aphasie, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, mit PH. Und Aphasie, das ist eine Sprachstörung, oder? Das ist eine, wo durch ein geschädigtes Sprachzentrum im Gehirn entsteht. Das kann durch einen Schlaganfall ausgelöst werden oder ein Trauma, whatever. Und es ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen Sprachstörung und Sprechstörung. Also bei Aphasie ist es eben keine Sprechstörung. Es ist also nicht das Problem, dass der Bruce Willis keine Wörter mehr kann bilden, also quasi so wie es bei Stotterer ist. Sondern dass je länger, je mehr oder mit dem Fortschritt von der Krankheit wird er immer wird die Fähigkeit verlieren, Sprache zu kodieren und zu dekodieren. Also quasi sich auszudrücken oder auch Sprache von anderen Leuten zu verstehen. Ja. Oder das heisst, Aphasie heisst auch tatsächlich aus dem Griechischen übersetzt Sprachlosigkeit. Also er wird, wie schon gesagt, Sprechen und Verstehen wird dann je länger, je mehr Mühe machen, bis zur Möglichkeit auch lesen und schreiben wird er nicht mehr können. Es drückt sich dann halt auch aus, das Symptom, dass er Wörter, am Anfang fängt es an mit halt Wörtern verwechseln, es geht dann weiter mit Rede im Telegram-Stil oder irgendwann mal nur noch sinnlose Silberketten aneinander produzieren. Und, das ist recht straub. Ist straub, oder? Aber, also, aber das Hirn macht noch mit. Also, du kannst das Hirn, genau. Also, du bist nicht, das ist auch noch wichtig zu sagen, du bist nicht geistig beeinträchtigt. Es ist keine geistige Behinderung. Du hast noch deine volle geistige Fähigkeiten. Du bist... absolut imstande zu analysieren, was um dich herum passiert, Zusammenhänge zu erkennen, solange das halt einfach Signale sind, die nicht aus sprachlichen Inhalten bestehen. Also, aber das ist gleich krass, das ist ja alles, oder? Das ist verdammt viel. Also, ich nimm alles, was meine ich, du kannst nicht mehr lesen, du kannst nicht mit Leuten reden, kannst nicht irgendetwas schauen. Kannst du auch nicht mehr, oder was? Lesen kannst du auch nicht mehr. Lesen, schreiben, alles, was Sprache ist, alles, was, wenn du etwas liest, tust du auch Sprache aufnehmen, oder du tust die Buchstaben zusammensetzen, in einer Sprache übersetzen und das dekodieren, das geht ihm alles verloren, oder? Also, das ist eigentlich völlig crazy. Du kannst irgendwie mit Signal oder keine Ahnung was, aber Sprache, das selber, also das ist wirklich straub. Ich finde das hure heftig. Auch wenn man sich vorstellt, eben, das grenzt dich doch irgendwie total ab, oder? Also, es ist, also, du verlierst fast völlig die Kommunikation. Wie alt ist er? Er ist über 70, oder? 67, wenn ich es jetzt gerade richtig noch im Kopf habe. Ah, okay. 67. Ja. Aber hat jetzt nicht geschrieben, Tochter, durch was das ausgelöst wurde. Eben, wenn du googelst, steht so Schlaganfall, Hirntraumas und so weiter. Aber es ist jetzt nicht irgendwie gesagt worden in ihrem Beitrag oder bestätigt. Ja, also eben wirklich heftig. Heftig. Gut, also rein für die Filmkarriere ist jetzt, dort ist jetzt nicht mehr so ein Verlust. Für den ist es garantiert verschissen. Mhm. Aber ich kann mal seine Dinge mal kurz überflogen. Da. Der hat ja in den 80ern eben angefangen. Mit seiner Schauspielkarriere. First Deadly Sin, den kennt glaube ich niemand. Ist nicht einmal credited gewesen dort. Miami Vice, ein Gastauftritt. Und eben Twilight Zone, der Reboot, in der ersten Folge hat er mitgemacht. Und dann ist dann wirklich etwa 1988 sein Hit da, Stirb langsam, Die Hard. Dort hat er natürlich dann den Durchbruch gehabt. Ich habe sie einfach durchgeschaut und ich habe wirklich gemerkt, so ab den Nullerjahren hat es so ein bisschen abgenommen. Wirklich haben wir geschaut, ja. Dann hat es wieder mal einen gehabt. Aber vorher eben so, du hast geschrieben, du bist Luca, der Die Hard 3 ist dein Favorit. Von der Die Hard Film, ja. Finde ich richtig, ja. Nein, ich glaube, ich finde... Steh mit dem Samuel L. Jackson und dem... Wie heisst es jetzt? Jeremy Irons. Ja, ich habe auch gut gefunden. Die Hard ist natürlich das Original, aber es ist eine von den wenigen Filmreihen, wo ich sogar wirklich den dritten Teil mir besser gefällt, wo ich den habe ich schon öfters gesehen jetzt als Original Die Hard. Das ist crazy. Das wüsste ich jetzt nicht. Pulp Fiction natürlich, das ist
Ja, sicher auch einer seiner besten Rollen, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt doch nicht, ob es die, weißt, so schauspielerisch gesehen, die anspruchsvollste war. Es ist einfach ein guter Film und er hat mitgemacht, oder? Sagen wir so. Und er hat eine geile Rolle, absolut. Also dort der Butch, oder? Spielt er, glaube ich, oder? Ja. Heißt er so? Ich weiß es gerade. Einfach der Boxer halt. 12 Monkeys habe ich nie mehr gesehen seit meiner Jugend, aber den habe ich hure gut gefunden damals. Einfach so ein weirder, hure Zeitreisefilm. Ich glaube, ich habe den auch nie gecheckt. Der ist echt strub. Der ist wirklich strub. Ist so Butterfly-Effekt-mässig, oder? Ja. Am Schluss passiert irgendwas am Flughafen und finde einfach so, hä? Film fertig. Kann nicht checken. 12 Monkeys, ja. Das war gut gewesen. Es nimmt mich wunder, ob ich den. Damals habe ich ihn nicht checken, aber es nimmt mich wunder, ob ich ihn jetzt würde checken. Weißt du, vielleicht bist du ich kann. Ja, ja. Warte. Gute Frage, ja. Kann absolut sein. Einer von meinen Lieblingsfilmen ist schon irgendwie Fifth Element von ihm. Mhm. Geil, geil. Ich muss eigentlich sagen. Mila Jovovich, oder? Ja. Wir sind ja. Gut, Simon und ich sind im gleichen Alter, der Lukas ist jünger, aber für mich ist schon der Bruce Willis, das ist mich so ein der Actionheld gewesen. Ja, also ich bin gerade nicht mehr Schwarzenegger. Schwarzenegger Stallone ist gerade so ein bisschen am Ausklingen gewesen, der Bruce. Ja. Genau, sind schon die drei gewesen, aber es sind schon die drei, ja. Wo da das, wie hat der blöd, die doofe Restaurantkette, Planet Hollywood, haben sie so das dritte gemacht. Ja. Aber genau, ich finde auch, er ist dort... Ja, er hat in den 1980er Jahren halt einen völlig neuen Held, also wieder einen völlig neuen, eigentlich eine alte, eingemottete Art von Held wieder salonfähig gemacht, nämlich der Anti-Held, oder? Also der Stallone und der Schwarzenegger sind ja immer so die stählernde, krasse, ganz klar der genau. Action-Held-Hero da, wo ausser alles Terminator blättert und so. Natürlich. Außer Terminator natürlich, aber der Bruce Willis in Die Hard ist da der schmächtige, komische Typ, der, wie er selber sagt, irgendwie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist und eigentlich einfach nur am Umfluchen, Rauchen erblühtet. Wie blöd, oder? Also das ist auch so etwas, das hat Actionhelden in dieser Zeit nicht unbedingt blühtet oder sind nicht so lediert aus dem Film rausgekommen wie er am Schluss. Oder er ist am Schluss kann er kaum noch laufen, weil er da irgendwie seine, mit Barfuß durch Scherben durchsäckelt und so Zeug. Und das hat natürlich den Action-Hero wieder viel näher an uns normale Menschen gebracht. Das war nämlich irgendwie so ein Gott gewesen mit Sixpack und Muskeln so breit wie mein Oberschenkel, also Oberarm so breit wie mein Unterschenkel. Ja, die anderen sind wie so Actionfiguren. Ja, genau. Also, hast du wirklich gesehen? Ja, gibt es ja sogar den Last Action Hero, wo der Dings da mitmacht. Ja. Das ist ja genau das, oder? Genau. Und er ist da völlig einfach ein ganz normaler Typ mit Eheproblemen und keine Ahnung was. Weißt du, einfach ein der Anti-Held, oder? Ich sage mal, der Clint Eastwood ist auch so ein bisschen so der Anti-Held von der. Von früher, aber ich wage mal behaupten, der Bruce Willis hat das dann wieder in den 80er Jahren so salon. Und nachher ist plötzlich Anti-Held wieder voll angesagt gewesen nach ihm. Ja, vor allem, also eben der ist einfach einer von denen gewesen. Früher habe ich eben, sind Schauspieler für mich so das Kriterium gewesen, dass man den Film geschaut hat. Weil einfach, der macht mit, gut, logisch, wir schauen den neuen Bruce Willis-Film. Das ist heute mir überhaupt nicht mehr so. Ja, genau, viel zu viele Filme. Heute, also früher hast du wirklich nicht, das Angebot ist enorm viel grösser als früher. Und jetzt lenkt der Schauspieler, macht in diesem Film mit längst nicht mehr, um zu sagen, okay, den gehe ich schauen. Weil es gibt so viele Alternativen. Ich meine, Armageddon... Ist das so einer gewesen, oder? Das ist genau, gut. Ich könnte den nicht mehr schauen, glaube ich. Das ist alles schnulzig. Das ist der erste Film, also Katastrophenfilm, den ich gesehen habe und nachher gemerkt habe, es sind ja alle Katastrophenfilme nach dem genau gleichen Schema aufgebaut. oder? ja. Guter Friends-Auftritt hat er auch gehabt, natürlich. Ja, du musst dich jetzt um meinen Top essen. Und Sin City, das ist natürlich... Ganz geil. Das war auch noch das war mir gar nicht in Erinnerung. Sind mal. Ui, das ist. Ja, das ist super. Er eigentlich. Hat wie viel? Drei? Ja, schau, Jesse Galba spielt mit. Ist mir alles eigentlich scheißegal. Ja, aber der Mickey Rourke. Ja, gut, aber das ist ja der Traum von meiner Jugend. Natürlich, aber da ist ja sie mit M. Ja, aber ich kann nur Augen für ihn. Für sie. Ah, Clive Owen. Ah, ja, das ist ja Mickey Rourke. Das ist ein Benicio del Toro. Das ist ja ein Hardcore-Cast, Mann. Hey, Alter, der erste Sin City ist wirklich Legende. Das ist so der, den ich in meiner Jugend gesehen habe und irgendwie wirklich einfach nur noch mein Kopf am Platzen war vor. Brittany Murphy, Mann, ja. Ja, und der Frodo? Ja. Der Elijah Wood. Ja, genau. Und ist nicht noch die von
Mal, auch die noch von dort, da die von, wie heisst es da? Ja, da, das Gilmore Girls, die spielt da mit. Ja, ja, richtig, ich weiss, wie du meinst. Oh shit, wie heisst die jetzt schon wieder? Barkeeperin vielleicht oder so? Welche ja, sie? Irgendwie, weiss doch auch nicht. Ja, nein, die, okay. Eine von der Strassenstricherinnen. Ah, ja, von der Gang, von der Mädel, von der Frauengang. Ja, Expendables natürlich noch, das ist klar, hat er nicht fehlen. Und okay. Du hast noch den Lucky Numbers 11. Ja, den habe ich auch gut gefunden, weiss nichts mehr davon. Pulp Fiction, haben wir das schon gesagt? Ja, ja haben wir gesagt. Gesagt. Der Sixth Sense haben wir noch nicht gesagt. Mal, haben wir hab ich noch gesagt. Gehabt? Ah, oh, nein, Sixth Sense nicht, nein, man, der Fifth Element. Ja. Alter, wie viel? 12 Monkeys, Sixth Sense, Fifth Element. Kannst du mal aufhören mit Zahlenfilmen, ey. Aber Sixth Sense. Sicher noch einen. Also, ich finde, ich finde. I can see that, people, ist das der? Ja, also der Twist hey, aber, vom Jahrhundert vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Ja, aber, M. Night Shyamalan. Aber hast du ihn nochmal geschaut? Ich habe jemals. Jetzt vielleicht schon länger nicht mehr, aber... Aber du hast ihn. Ja. Ich habe den im Kino gesehen, fantastisch gefunden, hat den DVD gekauft, nie geschaut. Nach 10 Jahren habe ich gefunden, okay, ich glaube, die DVD kann ich jetzt einfach weggeben. Mal, ja, ich habe den gar nicht mehr... Der Twist ist mich... Ohne den Twist habe ich gar keine Lust mehr, den Film zu schauen. Weil es ist so, ich weiß ihn. Mhm. Und der... Was ist der aber Twist? Aber dann macht das weil dann merkst du, siehst du plötzlich, wenn du den Twist kennst, denkst du plötzlich, wie habe ich es nicht können gesehen, oder so? Wie habe ich das nicht können? Es ist stimmt. Ja so offensichtlich und das finde ich macht den Film ja auch so aus, dass wenn du es weißt, ist es pur offensichtlich. Aber wenn du es nicht weißt, trifft es dich wie ein verdammter Hammer, oder? Also so boah shit und ja, das ist für mich. Es ist gut gewesen, Gänsehaut gewesen und nachher wirklich. Weißt du, einfach so einer von diesen seltenen Filmen mit einer richtig geilen Prämisse. Wo aber auch eine geile Auflösung hat. Und das gibt es aber leider viel zu oft, dass du geile Prämissen hast und dann geht es völlig schwer. Wie heisst der mit dem Nicolas Cage da, der hure Weltuntergangsfilm? Ah, Der Nicolas Cage hat ja pro Monat 20 Filme, oder? Ja, der irgendwie an na, ja, ich weiß nicht. Ist auch so einer, weißt du, wo irgendwie, weißt du, mit den Zahlen, wo irgendwie aus einer. Er findet eine Liste mit Zahlen, wo irgendwie, wo er dechiffriert und er findet heraus, das ist immer Datum von einer Katastrophe, Anzahl Tote und dann kann nachher irgendwie alles durchgehen, alle grossen Katastrophen von den letzten 20 Jahren oder 50 Jahren sind drauf und die nächsten sind drauf und die letzte Zahl ist dann einfach irgendwie all oder the rest, also alle oh shit. Yeah. Oder und das ist so eine geile Prämisse und dann ist absolut. Niemand hat das gesehen. Ja, gut. Also komm, dann gehen wir weiter. Wir bleiben aber bei Filmen. Und zwar, also was willst du zuerst? Machen wir Moon Knight zuerst, die Serie. Ja. Also komm. Moon Knight all along. Das ist unser Jingle, neue Jingle. Für, ja, ich hätte jetzt eigentlich du Rap Shit sagen, aber das ist okay, ist aber gleich schlimm gewesen. Ja, du hast, wie viel hast du ich gesehen? Ich habe die ersten vier Folgen schon dürfen schauen. Okay. Die Serie, das Review ist auch auf Digitec drauf. Es wird leider keine Serie-Folgenbesprechung geben, weil ich halt einfach schon die ersten vier Folgen auch schon gesehen habe. Also für euch wäre das weniger lustig, wenn ich da meine berüchtigte Theorien in die Welt setze, wo ich schon genau weiss, welche davon werden sich erfüllen und welche nicht. Und ja, und abgesehen davon, also mir hat es immer mega Spass gemacht, die Folgeanalyse zu schreiben, aber es ist halt auch leider ein bisschen für ein kleines, nischiges Publikum, es ist viel Aufwand für wenig Leute, aber ich werde das sicher irgendwie noch in irgendeiner Form zurückbringen, auch wenn der Simon das noch nicht weiss, aber Nein, ich habe es ja gesagt, ja. Also, es ist so ein bisschen wie Night at the Museum, oder? Einfach für Erwachsene. Absolut gar nicht. es ist super geil. Moon Knight. Um was geht es in Moon Knight? Es geht eigentlich um den Stephen Grant, das ist der Hauptcharakter gespielt von Oscar Isaac. Und der Stephen Grant, der leidet unter Schlafstörungen, wird am Arbeitsplatz gemobbt, wird von niemandem respektiert und ständig wird von Leuten angesprochen auf Ereignisse und Sachen, wo er selber denkt, ich? So irgendeine Frau, die ihnen so, hey, geil war letzte Freitag und so. Und er, what? Letzte Freitag und so. Kommt überhaupt nicht raus, was läuft, bis er eines Tages dann irgendwo in einem fremden Land auf einer Wiese aufwacht mit einem ausgerenkten Kini und merkt, Deutschland, glaube ich, oder Österreich. Und dann langsam herausfindet, dass er tatsächlich mehrere Persönlichkeiten hat
und sich aber nie daran erinnert, was die anderen Persönlichkeiten gemacht haben. Und eine davon ist eben der Moon Knight, der nachts die Menschen beschützt mit der Kraft, die ihm der ägyptische Mondgott Khonshu verliehen hat. Und was es alles, warum das alles so gekommen ist und warum er da plötzlich Moon Knight ist des Nachts und sich nicht daran erinnert, das sehen wir alles in der Serie, das müssen wir schauen. Ich habe gefunden, es ist, ich glaube, also die erste Folge, besonders die erste Folge, habe ich so geil gefunden. Das ist für mich eine der absolut besten ersten, oder vielleicht sogar eine der besten Episoden überhaupt im Marvel-Universum, im Marvel-Serien-Universum. Regie geführt hat der Mohamed Diab, ist selber auch Ägypter, ist in Hollywood nicht so eine grosse Nummer. Der hat bis jetzt eher wirklich so ein bisschen Independent-Movies gemacht, vor allem in Ägypten. Man hat gesehen, so noch recht spannend, so über die ägyptische Frühlingsrevolution und so. Und er tut, also ich finde, er hat da wirklich einen ganz geilen Stil etabliert. Also die ganze erste Episode wird ja konsequent aus der Sicht von dem Stephen Grant erzählt. Das heisst, wenn er irgendwie zwischen seinen Persönlichkeiten alterniert, du siehst dann nicht, was die anderen machen, sondern du fühlst dich genauso planlos wie er. Plötzlich kommst du von A nach B nach C, hast irgendwie blutende Hand um dich herum, lauter Tote. In der nächsten Szene ist er plötzlich in einem Auto auf einer Serpentinenstrecke, wird verfolgt. In der nächsten Szene ist er wieder in London, in seinem Apartment und er nur so, fuck, was läuft, oder? Was ist da los? Geil. Und du bist als Zuschauer völlig auf dem Trip dabei und denkst einfach nur so, shit, was ist denn da los? Meistens hat er ja einfach irgendwelche Leute gerade umgelassen. Meistens fickt dann irgendeiner an oder irgendwo ist in einer dummen Situation und in der nächsten ist der andere einfach kaputt irgendwo. Ja, genau. Und aber, das ist immer schön. Ja, das macht, genau. das, ich finde das immer spannend bei Filmen, wenn dir als Zuschauer die Lücke klar wird, wo du selber dann kannst mit deiner Vorstellungskraft auffüllen. Das ist immer so viel mächtiger, als zu zeigen, was passiert. Und das, natürlich passiert das, geht das nicht vier Folgen lang so durch. Irgendwann mal willst du die Action ja auch sehen. Aber zumindest in der ersten Episode ist das ein wahnsinnig geiler Kniff, das so zu erzählen, dass du da wirklich einfach mal hooked bist für den Charakter und auch ein bisschen nachvollziehen kannst, was der durchmacht. Weil, das finde ich eben auch sehr, sehr gut. Es ist ja auch eine psychische Krankheit. Das heisst ja, dissoziative Identitätsstörung, das gibt es ja auch wirklich, das Krankheitsbild. Das ist nicht irgendwie erfunden. Und du bist dann auch der Moon Knight, wenn die hast? Ja, nein, das nicht. Das bist nur, wenn du eben mit dem ägyptischen Mondgott Khonshu zu tun hast. Aber wie du das anbringst, das kann ich leider nicht verraten. Ja, eben, er hat ja die Krankheit und das sieht man in dieser Folge sehr gut. Es ist nicht einfach nur lustig und es wird nicht einfach nur benutzt, um irgendwie geile Szenen machen oder um sich lustig darüber machen, sondern man kann das, ich finde, man kann sehr gut nachvollziehen, dass Stephen Grants Leben regelrecht versaut, oder? Also der leidet wirklich unter dem. Er ist ein armer Sir und das kommt alles auch sehr, sehr gut über in dieser Erstfolge. Also es ist nicht einfach nur so haha, lustig, happy und so, sondern er ist, also mir fällt irgendwie gerade kein besseres deutsches Wort, er ist unheimlich relatable. Wie würdest du das auf Deutsch übersetzen? Ja, also, man kann sich mit ihm verbunden. Man fühlt sich verbunden mit ihm, ja. Total, ja. Du schlägst dich total auf seiner Seite und willst eigentlich einfach, dass er irgendwie da heil durchkommt. Auch da wieder super geschrieben von der Drehbuchautoren, wirklich super geschriebene Figur. Mega gut konstruierte Story, vor allem jetzt da in der ersten Episode. Es geht auch gut weiter, das so viel kann ich schon vorwegnehmen. Aber die erste Episode war für mich wirklich so ein Standout gewesen. Ich habe die geschaut. Er spielt mega gut, ja. Finde ich. Ich habe gerade vor Dune noch gesehen am Wochenende und jetzt hier, und das ist wirklich lustig, aber komplett andere Rollen und so. Ich habe zwei Sachen sind mir aufgefallen, ich habe sie auch wirklich mega geil gefunden. Ich habe mich dann schon gefragt, ist jetzt eher einfach so das Äquivalent, so, meistens ist es so die Frau, die so ein hässliches Entli ist, weißt du, sozusagen, und dann und das Verschupfte und nachher wird sie die super coole und so. Und ich habe das Gefühl, das läuft halt da dann auch raus, wenn er dann das Zeug im Griff hat. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe nur den Schluss habe ich ein bisschen antiklimatisch gefunden. Man sieht es im Trailer eigentlich schon, dort, wenn er dann der Moon Knight wird. Und irgendwie der Build-up ist so gut gewesen. Und ich habe dann irgendwie, man weiss ja, wie er aussieht, aber irgendwie dargestellt wird es halt, als wäre er vielleicht irgendwie ein Werwolf oder irgendein Monster oder so. Und ich habe es dann fast ein bisschen ja, er ist halt der Moon. Das ist einfach irgendwie, es ist so horrormäßig inszeniert gewesen und es ist kein Horror. Aha, ich weiß, bin ich enttäuscht gewesen. Aber ich habe ja gewusst, dass es so kommt, aber es ist gleich so. Du hast mehr Morbius wollen. Ja, keine Ahnung, ob es etwas Blutrünstiges oder so. Aber es ist gut gewesen. Es ist, also ich bin auch nicht mehr wundern, wie es weitergeht. Ja, absolut. Was ich noch wollte sagen, was du eben gesagt hast, der Oscar Isaac spielt ihn sehr gut. Ich finde, er spielt ihn wirklich fantastisch. Er alterniert. Ah, shit, das kann ich. Wie werdet ihr in der nächsten Folge sehen? Wenn ihr zwischen eben diesen
Persönlichkeiten alterniert. Es ist, das weiß man, das jetzt sogar nicht. Ja, ja. Also du weißt jetzt einfach am Schluss von der Episode, aber er macht das unfassbar gut. Also es ist wirklich, als ob du drei verschiedene Schauspieler hättest, wenn er zwischen denen geil hin und her kommt. Das ist so, es ist so klar, in welchem Charakter er gerade ist, wenn er ihn spielt. Und er hat natürlich zu seinen Figuren um sich herum, hat er in jedem Charakter eine andere Beziehung, oder? Und das sorgt natürlich dann auch für die anderen, die so, fuck, was läuft mit dem jetzt falsch? Und das spielt er huere gut. Das ist wirklich, eben, Oscar Isaac, finde ich, ist auch ein fantastischer Schauspieler, der nicht nur im Big Blockbuster-Film gut ist und mitmacht. Und der Ethan Hawke, der wird auch mehr kommen, der Bösewicht, ist für mich auch absoluter Standout, gefällt mir mega als Bösewicht, ist jetzt in der ersten Episode noch nicht so viel gekommen, aber ich glaube, er kommt schon so als Charakter, kommt er, glaube schon einigermaßen gefügig über, so ein bisschen, eben so ein bisschen Kultleader. Mit komischen, fettigen Haaren irgendwie, ja, genau, da tut sich gut. Am Anfang da Scherben in die eigene Sohle rein und auf so Zeug, so. Ja. Das geht weiter, ist gut. Also kommt dann, der Simon muss noch ein bisschen weg. Erzähl doch noch vom nächsten. Morbius, der sagt, Morbius, leider. Morbius. vom High to Low. Morbius habe ich letzten Dienstag in der Pressevorführung gesehen. Embargo ist tatsächlich erst heute Morgen um 12 Uhr gefallen. Also irgendwie etwa 12 Stunden vor Kino-Release. Und wenn Studios das machen, dann heisst das, eins von zwei Sachen. Erstens, ein riesen irgendwie Spoiler ist im Film drin, wo niemand wissen darf. Oder der Film ist einfach kacke und das Studio will nicht, dass du es weißt, bevor du im Saal sitzt. Und das ist leider wirklich der zweite Fall da in dem Moment. Morbius ist leider wirklich einfach ein Brunz. Ein richtiger, also auch nochmal, um was geht's? Der Dr. Michael Morbius, gespielt von Jared Leto, ist einer der genialsten Biochemiker der Welt. Er ist aber auch einer, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet, wo ihn dahinrafft, also die Prognose müsste er eigentlich schon lange tot sein, aber irgendwie lebt er noch und mit letzter Kraft versucht er da eine Heilung zu finden für sich. Und er meint sie dann in Vampir-DNA gefunden zu haben, macht dann natürlich ein folgenschweres Selbstexperiment und verwandelt sich dann eben so halb in einen Vampir, wo, ja, wie er selber so schön sagt, er hat die Wahl, entweder trinkt er Blut zum Überleben, oder er widersteht dem Drang und stirbt. Und das ist eigentlich, finde ich, noch eine spannende Prämisse, wo aber der Film in 104 Minuten einfach verballert und nichts daraus macht, aber rein gar nichts. Es ist wirklich einfach schade. Der Film hat einen absolut vorhersehbaren Plot. Es passiert nichts, ohne dass du es schon von irgendwie 3 Kilometer Entfernung gesehen hast. Die Story ist auch huere konstruiert, es hat huere billige Tricks drin, so à la in einer Szene tut er an einer Ratte experimentieren, an einer Albino-Maus, Laborratte, wie man dem sagt, tut er experimentieren für sein Heilmittel. Und damit du als Zuschauer jetzt aber ja nicht denkst, oh nein, shit, der Tierversuch, kommt gerade ein Notfall mit einem kleinen Mädchen im Nebenzimmer, der irgendwie einen medizinischen Notfall hat und der geht sich dann gerade um sie kümmern und so, dass du schneller irgendwie auf die Idee kommst, das könnte der Papi von meinen Kindern sein. Einfach so künstlich, so dumm. Und er selber hat den Nobelpreis abgelehnt. Also ganz am Anfang vom Film kommt, der Michael Morbius, er ist so genial, er hat sogar den Nobelpreis abgelehnt, weil er wird nicht geehrt werden für ein zufälliges Nebenprodukt von einem gescheiterten Experiment. Und das Nebenprodukt ist künstliches Blut. Und in dem Moment, wo das kommt, weißt du einfach sofort, warum ist das im Film drin? Ja, damit er nachher etwas hat zum Trinken, oder damit er nicht muss, echte Menschen töten muss, sondern er hat ja dann künstliches Blut. Das künstliche Blut ist natürlich auch blau, damit das für das FSK 12 Rating nicht rotes Blut ist, sondern blaues Blut. Morbius kenne ich jetzt von den Comics her nicht so gut wie andere, aber ich bin mir 90% sicher, dass das blaue Blut in den Comics nicht vorkommt. Das ist wirklich einfach wieder. Und das kommt wirklich ganz am Anfang. Es ist kein Spoiler, weil es kommt ganz am Anfang vom Film und du musst wirklich eins und eins zusammenzählen, um so zu wissen, warum das im Film ist. Und das geht einfach den ganzen Film so durch. Es ist hanebüchen, es ist dumm, es ist dämlich. Die Action-Szenen sind okay, muss ich sagen. Die Action-Szenen sind gut. Gehört noch zum besseren Special Effect. Der Jared Leto spielt tatsächlich mal auch okay. Er ist in letzter Zeit einmal ein bisschen, mit seinem Overacting mehr aufgefallen als mit etwas anderem, so à la House of Gucci oder Suicide Squad. Da ist er mal wieder ein bisschen dezenter, ein bisschen zurückhaltender, das tut gut.
Aber alles in allem wirklich, ich habe mir mehr erhofft, weil es hat doch ein paar geile Schauspieler drin, so ein Matt Smith oder der Jared Harris, wo auch eigentlich in allem gut ist, was er, wo er dabei ist, aber da wirklich einfach, ja. Nein, ich habe mir einfach... Ist das eine Comic-Vorlage, oder was? Richtig, ja, richtig. Okay. Es ist eine Comic-Vorlage, es ist ja Sony Pictures hat ja da mit Marvel Studios tun die ja mal ein bisschen zusammenbanden, damit der Spider-Man, der eigentlich lizenztechnisch bei Sony ist, darf im Marvel Cinematic Universe vorkommen. Sony probiert aber zusätzlich sein eigenes Filmuniversum aufzubauen und das besteht halt nur aus Bösewicht von den Spider-Man-Comics. Also Venom ist jetzt der erste, der Morbius ist jetzt der nächste. Und das, ja, der erste Venom habe ich eigentlich noch geil gefunden, vor allem weil der Tom Hardy einfach geil ist und der Tom Hardy, der mit sich selber streitet. Ich glaube, die könnten eine Stunde lang auf dem Sofa mit sich selber streiten und ich würde das schon geil finden. Venom 2 ist dann schon ein bisschen so... verliert ein bisschen von dem, weil es immer noch der Tom Hardy mit sich selber am Streit ist. Und das habe ich dann langsam gesehen. Es ist irgendwie nicht viel Neues dazugekommen. Morbius hat jetzt auch keinen Tom Hardy mehr. Das ist einfach nur ist das oh, dein... sorry. Hast du den Klingelton, dein eigenes? Nein, ja, ich kann auf Laut an, weil ich ja nachher ein Telefon bekomme. Okay. Und im Hintergrund ist noch ein bisschen Ding gelaufen. Ja. Also ich verpasse den Film mit Morbius, wenn er den kann man sich schenken. Kann man sich schenken. Also komm. Gut. Dann habe ich noch ein paar Games, zwei kurze und eins etwas längeres. Ich mache sonst die kurzen zwei zuerst. Kirby and the Forgotten Kingdom. Jetzt habe ich mich extra mal Kirby-Lore eingelesen. Das ist das Einzige, was ich vorbereitet habe. Ah, das stimmt, ja. Dann willst du zuerst also eine Einführung geben? Ich habe ja gesagt, ich tue mich ins Kirby-Lore einlesen auf diese Folge. Und es geht wirklich deep. Also ich kann... du meinst, wir müssen es verschieben? Ja, nein. Also ich gebe einen kurzen Abriss, oder? Kirby ist ja das kleine rosa Männchen, wo eigentlich basically isst und schlaft. Und das lebt, der Kirby lebt in Dreamland, oder? Und jetzt, der erste grosse Bösewicht ist der King Dedede. Das ist so ein Pinguin. Und der tut alles Essen in Dreamland stellen. Und der Kirby ist natürlich dann traurig und muss probieren, dann nachher den King das Essen wieder zurückzuholen von dem King Dedede. Das ist die Prämisse von dem ersten Kirby-Game. Jetzt wird's deep. Oh. Weil. Also, es gibt. es ist alles ernst, das ist wirklich, das ist ja so. Der King Dedede wird nachher so der Freund von Kirby. Jetzt gibt es aber im Kirby-Universum, also das ist ein Universum, das ist ursprünglich einmal entstanden durch das sogenannte Void. Void ist so eine undefinierbare Gottkreatur und je nachdem, wenn positive oder negative Emotionen an den Void ankommen, dann kommen gute oder schlechte Charaktere aus dem Void raus. Und ein sehr... Ich höre Sachen, ist gut, ja? Das sind Wörter. Und eines sind sehr, sehr schlechte und ich kommt dann Void Termina raus. Das ist dann natürlich ein Riesenboss, wo dann der Kirby auch irgendwann schlägt. Es gibt aber auch noch andere Bösewicht, zum Beispiel den Nova Knight, den Galacta Knight und den Meta Knight. Das sind noch gewisse Gegner. Vor allem zu erwähnen ist der Galacta Knight, der wird von so den Urahnen, von den Agents, wird der weggesperrt. Es ist Kirby-Log. So, und der so wird dann irgendwann... Also, was ich gar noch nicht erwähnt habe, das sind die Knights, das sind wirklich Knights, aber es gibt eben auch dann so Augäpfel, Fliegende, das ist recht dark, das sind so Dark Matter, heissen die, das sind einfach fliegende Augäpfel, die alles unter Kontrolle bringen. Und die gibt es Dark Matter und es gibt Zero und dann haben wir auch noch Zero Two. Das ist dann so der Über-Dark Matter. Und was es auch noch gibt, in dem ganzen Kirby-Universum, ist ein kapitalistischer CEO und seine Sekretärin, die ganze Planeten mechanisiert. Das ist der President Haltman. Und bevor du jetzt anfängst,
wo du jetzt anfängst zu reden, Phil, da möchte ich nur schnell einen Abriss geben, wo das wir stehen jetzt in der Timeline vor dem Kirby-Game. Also, ein Gegner, den ich auch noch nicht erwähnt habe, ist der Megalord. Das ist also einer der Bossen. Der ist jetzt aber lieb. Der hat den Luna Park eröffnet. Und darum ist ihm alles verziehen. Es gibt übrigens auch noch, ja, es gibt natürlich auch noch den Marx. Der Marx und der Magalur, das sind zwei Feinde von Kirby. Die haben mal so ein Artefakt von Kirby, wie so ein bisschen Infinity Stone oder so, haben die geklaut und sind dann noch eine gottähnliche Kreatur geworden. Mhm. Und der Magalur hat jetzt aber einen Luna Park eröffnet. Der Marx hat eine Atomexplosion überlebt von der Nova Knight. Klauf instrumentalisiert hat. Und darum ist er jetzt auch lieb. Der Haldeman Company ist von der Sekretärin Susi übernommen worden. Dort stehen wir im Moment in der Timeline. Check's out. Achtung. Der Meta Knight. Der Meta Knight ist mit dem Sommervogel fusioniert und ist jetzt der Morpho Knight. Und Void Termina. Und der Void Termina ist auch frei. Also so, dort stehen wir. Jetzt kannst du erzählen, was im Kirby Game ist. Gut. Sorry. Ich komme raus. Gibt's auch etwas zu der Lore, was eigentlich passiert mit all dem Zeugs? Ja, natürlich gibt's das. Weil das verdaut er nicht, sondern der hat im Magen ein kleines Mikrouniversum. Und natürlich. Das ist kein Scheiß. Mikrouniversum. Und wenn er nicht die Kräfte absorbiert von den Sachen, die er isst, dann leben die mit ihren Kräften in seinem Mikrouniversum vom Magen weiter. Ja. So dumm. Das ist wirklich wie Pokémon. Das ist Kirby Lore, Mann. Ich habe gesagt, ihr habt es wählen, ich habe es gebracht. Das ist etwa das, was ich erwartet habe. Also komm, erzähl ich doch schön, was denn das Spiel beinhaltet. Also, es ist so ein 3D Kirby-Game. Du kannst auch zweiten spielen, dann hast du noch so ein, ich weiß gar nicht, wie der heisst, ein Gesell dazu, einfach ein bisschen rummöglich. Ja, der kann aber der kein könnte Kirby. Jetzt im Lore auch noch einordnen, wahrscheinlich. Vermutlich. Ja, eben. Ich bin übrigens auch gar nicht auf die zweite Dark World bin ich gar nicht eingegangen. Das gehört auch nicht zu der Lore, für die, die jetzt da nicht ja. Gut, also gut. Zweite Dark World. Nein, aber genau, du bist einfach oft, also du hast verschiedene Welten, du fängst an in so einer, ich muss sagen, eher ein bisschen langweiligen, so ein bisschen wie der Last of Us, einfach ein bisschen bunter, aber hast so eine verlassene Welt. Das ist die postapokalyptische Welt, das ist klar. Ja, optisch ist klar, ein bisschen langweilig. Postapokalypse. Und du kannst wieder, der Kirby kann wieder die ganzen Viecher fressen und dann ihre Fähigkeiten kommt er dann über. Also hast du irgendwie Feuerspeien, rumsliden, Boomerang schiessen, sich in ein Stachelding verwandeln. Es gibt x-tausend, oder? Und die brauchst du natürlich auch, um irgendwie mal eine Wand aufzuschlagen oder den Boden aufzuschlagen. Das Gameplay ist mega simpel, also ist schon durch und durch ein Kindergame, finde ich. Der Abriss von der Lore habe ich euch jetzt okay. Hat das kindermäßig getönt? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich sage, das ist ure dark sehr ich, erwachsen. Die Bilder, die ich da gesehen im Trailer, passen überhaupt nicht zu deiner Dark Story, wo du. Nein, ja, Gegner-Design ist noch geil. Aber genau das Spezielle ist, wenn du, das heisst dann die Mouthful Mode, weiß gar nicht, wie es Deutsch heisst, aber dann kannst du wirklich so Gegenstände fressen, weißt du, irgendwie ein Auto, dann kannst du mit dem Auto umracen oder irgendwie. Dann segeln, dann kannst du rumfliegen oder dann steigen und dann tust du halt die wirklich also basically die Mechanik von Mario, hä? Wo du einfach auf das Cap, wo das Cap geschossen hast und dann bist du dort das Objekt gewesen. Ja gut, aber Kirby hat das natürlich vorher schon gehabt. Ja. Also Kirby, ja. Aber also das finde ich eigentlich das Witzigste. Das gibt dann immer so ein bisschen Abwechslung, wenn dann plötzlich irgendwie eben mit dem Auto schon mal düsen oder so oder ein Getränkeautomat bist, wo das Zeug so mal schiesst oder irgendein komischer Ring. Muss ich dann gerade abnehmen? Ja. Sorry. Ja. Ein komischer Ring, wo Luft kann man schiessen und dann bist du ein Bötchen und so. Das ist easy, das finde ich witzig und abwechslungsreich und du hast an jedem Level theoretisch noch so, weißt, x geheime Sachen, die du kannst finden und so, wenn du jetzt alles willst finden. Dann gibt es auch noch wie ein kleines, du sammelst immer die Waddle Dees ein, die im ersten Game noch deine Feinde gewesen sind. Die kannst du dann befreien und die haben dann machen wie so ein kleines Dörfli, da kannst du deine Waffen upgraden. Also hast du Feuerspeien, kommst du so einen fetten Helm über und dann machst du ein bisschen Lava und so. Der Angriff wird dann einfach stärker, das ist noch geil.
Ich finde es einfach nur easy. Es ist noch, ich habe mir es wie yeah, origineller, okay, witziger vorgestellt. Es ist noch easy. Ich habe einfach das Gefühl so, ja, ja, es ist ein Kindergame. Also oder mit Super Mario. Es ist sehr gut. Ah, ich weiß auch nicht. Ich habe Super Mario, glaube ich, also das letzte habe ich ein bisschen besser gefunden. Das ist halt wirklich anspruchslos. Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Das stört ja jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber es ist auch, weißt du, du läufst einfach durch die Level und dann hast du die verschiedenen Hüte und machst alles kaputt. Das finde ich jetzt nicht so abwechslungsreich. Am witzigsten habe ich wirklich noch gefunden, wenn dann du eine komplette Figur kannst übernehmen. Das ist noch witzig gewesen. Und das ist schon kreativ, aber hey, es hat mich jetzt auch nicht so aus der Latsche geknallt. Ich bin auch erst in der dritten Welt, aber die ganze erste Welt ist optisch sehr langweilig. Die zweite ist eine Wasserwelt, die ist ein bisschen schöner. Die dritte ist ein... Was ist das schon wieder für eine Welt? Das ist schon wieder vergessen. Aber eben, ist mir nicht so geblieben. Hey, ein solides Spiel, wenn du Kirby-Fan bist, ja, für Kinder sowieso. Man kann es als zweite Game. Für meine vierjährige Tochter ist das immer noch zu schwierig. Es hat scheinbar sogar einen variablen Schwierigkeitsgrad. Ich habe irgendwo auf Weiss etwas gelesen, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Anyhow, Kirby and the Forgotten Land ist verfügbar auf der Switch. Dann der zweite, wo ich wirklich, also das habe ich wirklich gar nicht lang gespielt, weil es leider ja, wirklich auch ein bisschen langweilig ist. Oder ein bisschen, sagen wir, oberflächlich. Ghostwire Tokyo. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut darauf. Weil, ja, spielt in Tokio, geht irgendwie darum, irgendetwas Komisches passiert und ich plötzlich alle Menschen verschwunden. Ich verabschiede mich da an dieser Stelle, sorry, aus dem Podcast, tut mir leid, ich muss ein Inti geben, bis nachher. Bis dann. Tschüss. genau. Ja, einfach die ganze Ding ist verschwunden, oder? Also die Leute und nur ich leider sind übrig geblieben. Und ja, und du bist irgend so ein Typ, der eigentlich auch fast gestorben wäre, aber dann kommt irgend so ein Geist und nimmt Besitz von dir und durch das lebst du weiter. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich da Simon mal noch einen Sturm schalte. So. Nicht, falls er da noch kommt. Und dann ist es ein bisschen Open-World-mäßig, aber hast mit einem mega basic Auftrag. Du gehst dann hin, kannst irgendeinen Geist sammeln mit irgendeinem Papierflügerli. Weißt du, es hat viele so ein bisschen japanische, mystische Elemente drin, was visuell geil ist und der Sound ist auch geil, aber es ist einfach so, die Story ist nicht speziell und das ganze Gameplay ist einfach, weißt du, du tust mit deinen Händen so Gesten wie so zaubern und so machst witzige Moves, sieht alles geil aus, aber es ist einfach das Äquivalent zu einer Knarre, einer Shotgun und sieht ein bisschen wie Naruto aus. Also. Waffen. Ja, eben, aber die Mechanik ist einfach, das könnte dann einfach ein Knarre sein. Und eben, schlussendlich läufst du einfach in diesen Gebieten rum, musst du nämlich so die Schreine, wie heissen die, weißt du, wie so eine Tür, wie ein Türrahmen aussehen. Ja, das sind doch so, nehmen wir doch so. Ah, ich weiss, die nehmen nicht. Das wie heissen die, in Kena Bridge of Spirits heissen die doch irgendwie auch so Briefkäste oder so. Genau. Keine Ahnung was. Das sind wir nicht, das ist nicht da. Anyway, Baba Shrine, Shrines, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, um die Amix aufmachen, weil die weiße Gebiet ist abgesperrt, du musst ja auch so, sammelst ein Energie zusammen, dann machst du ein paar Nebensachen, dann geht das auf, dann kannst du dort weiter. Es ist wirklich leid, das Gameplay ist einfach so ein bisschen eine Generation alt, oder? Und ist einfach wirklich ein bisschen langweilig. Also, aber es, rein visuell ist es mega geil. Also, weißt du, das Shibuya von Tokio und so, sehr geil nachgebildet. Und ja, wenn dir das langt, dann ist es ist absolut kein schlechtes Game. Es ist einfach ein bisschen verstärkt. Aber also, es ist nicht ein RPG, oder? Also das ist einfach ein Show. Mal, du hast natürlich Upgrades und alles Zeugs. Ja, so ein Action-RPG. Mhm. Genau, du sammelst Punkte von denen sozusagen die Geister, die du befreist und dann sammelst verschiedene Währungen ein und dann kannst du dich upgraden. Und das ist eben auch ein Problem. Es ist so ein typisches Upgrade-System, wo am Anfang ist einfach alles ein bisschen mühsam und nachher geht es ein, sammeln schneller, dann kannst du besser schiessen und so. Und plötzlich wird das Game viel zu einfach. Wo du namens findest, gewisse Sachen könnten einfach von Anfang an schon so sein. Genau, das ist Ghostwire Tokyo. Eben gibt es PC und Konsolen. Und dann das Eigentliche, wo ich am meisten gespielt habe, ich muss den Trailer noch finden. Der da. Ist Weird West. Und für das habe ich mich schon recht lang gefreut, weil es ist von ehemaligen Arcane Studios, also von die haben Prey und Dishonored gemacht. Ja. Und es ist so ein wilder Westen, aber so Dark Fantasy nennen sie es selber. Und es ist wirklich so ein bisschen wie Stephen King, so der dunkle Turm. Ja, voll. Es fängt an, du siehst irgend so einen Raum, wo irgendwelche Leute um so einen Typ oder irgendeine verhüllte Figur rumstehen, weißt du nicht, ob Mann oder Frau.
Und dann an der Wand hat es 5 Profilbilder, so mit schattigen Umriss. Und dann die erste über Spielstände, das ist eine Kopfgeldjägerin, eine ehemalige. Und dann gibt es einen Überfall auf ihre Familie und ihre Mann ist entführt worden. Und dann ja, gehst du dich, heftest du dich dann auf an die Ferse und du merkst dann, du hast ein komisches Mal an deinem Hals und du merkst einfach, in dieser Welt ist alles ein bisschen Fantasy und es gibt irgendwelche Schweinemenschen und es gibt so verdammte Okkultisten, die Leute opfern und die, ich weiss nicht was, im Schild führen und eben im Trailer siehst du auch einen Werwolf und so gibt's. Und du spielst nacheinander 5 Geschichten durch, die aber alle miteinander verbunden sind. Und das ist das Geile, wenn du eine Geschichte beendet hast, du kannst Leute anhören, 2 Leute, du kannst ja deine eigenen, die vorgespielt hast, anhören, inklusive deine Spezialfähigkeiten. Und genau, das Gameplay, vielleicht noch erklären, es ist ein Action-Rollenspiel, isometrische Perspektive, eben Wilde Westen, eben Fantasy-Wilde Westen. Und du kannst auch von der Übersichtskarte her wählst du aus, wo du hinreist und dann siehst du das Manöckli, wie es anreist. Wenn du ein Ross hast, geht es ein schneller. Und dann folgst du meistens dieser Spur oder du kannst mit irgendwelchen Leuten quatschen und sie geben dir eine Nebenquest. Und die Levelabschnitte sind relativ überschaubar. Weißt du, so typisch kleines Wildwest-Kaff. Oder es ist viel mit so natürlich irgendwelchen Minen, Goldminen oder irgendeine Farm. Und dann gehst du halt dort hin und ballerisch mit deinen allerhand Knarren und Pfeilbögen und Nahkampfwaffen. Und du hast noch Spezialfähigkeiten. Jede Figur hat natürlich eigene. Jede Waffe kann noch zwischen 3 und 4 Fähigkeiten haben. Also weißt du, zum Beispiel alle Gegner in der Umgebung abschiessen oder irgendwie ein Explosionsgeschoss oder geschalldämpften Schuss und so. Gibt es recht viele Kombinationen. Und weil es halt es liegt ein wesentlicher Simulationsgrund. Das heisst, du kannst überall hochklettern, du kannst auch Fässer rumkicken, du kannst auch die Leute rumkicken, du kannst Öl am Boden legen und dann anzünden, dann brennt es. Wenn es regnet, wird es nass, dann kannst du so Blitz, du hast wie so kleine Elektroschocker, die du rumrühren kannst. Dann kannst du natürlich die Leute stromen, du kannst recht viel kombinieren, du kannst auch Fässer stapeln oder du kannst dich anschleichen, du kannst irgendwo in gewisse trockengelegte Brunnen absteigen, wenn du ein Seil dabei hast und dann kannst du dich so reinschleichen. Es gibt so verschiedene Vorgehensweise. Ich habe das Gefühl, das ist schlussendlich nicht so tief, wie man es meinen könnte. Und ich habe natürlich schlussendlich, wenn du mal gute Waffen hast, du kommst halt so gut durch. Du kannst ja noch so Zeitlupe, Max Payne-mäßigen Jump machen, weißt du? Und dann machst du einfach bam, 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 bam. Und dann baller ich sie einfach so nieder. Aber ich habe die Welt einfach sehr geil gefunden, weil sie wirklich so mysteriös ist und du komische Figuren triffst und es nimmt dich halt schon ein Wunder, was steckt da dahinter. Und ja, und dann kannst du rumschleichen und eben findest ständig Zeugs zum Looten und das hat einfach immer, es gibt immer etwas zu tun. Das Einzige, was mich gestört hat, ist wie so oft in diesen Games, das Zwanghafte auch, das Zeug durchsuchen. Ja. Weißt, du musst dann immer jeden Schrank und jede Kiste und jede Leiche musst du suchen und dann hast du dein Inventar ständig voll, dann musst du Waffen auseinandernehmen, du kannst dein Inventar nicht gescheit sortieren, du kannst auch nicht irgendwie sagen, das ist alles Trash und so. Das macht es unnötig mühsam und du brauchst halt die Sachen, weil weißt, du kannst noch irgendwie Erz abbauen, um deine Waffen zu verbessern oder Tiere kannst häuten und aber gleich, die Action ist geil, also die Figuren sind schön unterschiedlich, die 5, die es gibt. Spielen sich alle sehr unterschiedlich und geil kannst du sie wieder rekrutieren. Und du kannst auch wirklich an und für sich frei wählen, weißt, wo du auf der Karte hingehst. Ja. Also ich bin eigentlich nur dort hier, wo die Quests waren, aber du könntest überall hin. Und es ist auch so, dass sich das verändert. Also weißt, die Städte werden bevölkerter, ich glaube, je länger dass du dann irgendwie dort bist. Oder du könntest aber einfach alle runterballern. Also auch die Hauptquest-Figuren. Du kannst einfach über den Haufen schiessen. Und dann musst du halt schauen, wie es dann weitergeht. Weil du kannst eben auch so Story beeinflussen. Dort weiss ich einfach nicht so recht, wie sehr. Ja. Weil meistens ist es so, du knallst eine Hauptfigur ab und dann hat sie natürlich irgendwelche Hinterlassenschaften und dort steht dann meistens, dann hast du irgendein Dokument, das dann vielleicht sagt, es geht dort weiter. Darum, ich weiss gar nicht so genau, wie sehr sind die Auswirkungen wirklich. Ja. Oder? Ja. Aber, es sieht ein bisschen aus wie, aber im Game Pass? Es sieht ein bisschen aus wie Diablo mit einfach Wilder West. Irgendwie, ja. So vom Look and Feel. Ja. Genau. Aber es ist natürlich schon mehr Taktik, Simulation ein bisschen. Weil du kannst auch Zeit verlangsamen.
Also weißt, nicht so der Slow-Mo-Hecht-Jump, wo du immer noch schneller schiessest, aber alle anderen verlangsamt, sondern wirklich, wo sich alles verlangsamt, wo es ein bisschen einfacher ist, dann die ganzen Moves auszuführen. Und ja, aber es ist irgendwie schlussendlich einfach motivierend, weil die Welt ist spannend und es gibt da viele Tools in die Hand, um eben irgendwie Zeugs in die Luft jagen oder einfach irgendwie... es ist schon witzig. Also ich habe fast 30 Stunden schon. Ich bin noch nicht okay. Ich hätte eigentlich nur eine Figur. Aber ich habe viel gemacht. Weißt du, wenn du jetzt mainlinest und einfach der Hauptquest folgst, nehme ich an, hast du pro Figur... Das ist schwierig zu sagen. 3 bis 5 Stunden. Ich habe das Gefühl, wenn du wirklich nur die Hauptquest machst, bist du relativ schnell. Okay, durch. Okay. Ja, es sind ja gleich etwa 20 bis 25 Stunden. Alle zusammen, das sind es dann eben schon, oder? Ja. Es zieht sich. Also, ja, es ist länger, als ich denke. Vielleicht eben. Ich habe aber einmal vieles gemacht, weil es halt. Ja, es ist halt, hat mich dann gleich noch. Ja, willst du denn das machen? Und dann merkst du, jetzt habe ich zu wenig Geld für eine legendäre Waffe kaufen. Ja, komm, dann gehen wir noch ein paar Goldbarren holen und so. Ja, und nein, ist geil. Weird West, eben PC und Konsole und wie gesagt, im Game Pass wäre es auch noch drin. Also, dann machen wir da Schluss und verabschieden uns auch im Namen von Simon. Das wichtigste Interview ausgeben. Ja, mit dem berühmten Rapper. Mit so einer Tageszeitung in der Schweiz, wo man immer mal im Blick muss haben. Oder auch nicht. Also genau. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis dann. Ciao. Thank you.